Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Grimdawn mit allen Add-ons mit dem neuen Mega-Patch V1.1.5.0 oder wie bei uns jetzt schon 1, weil es am 22. November rausgekommen ist, also vor 8 Tagen. Jetzt ist der 1. Dezember und wir wollen gleich mal starten. Hier habe ich noch meinen Level 100 Pyromantin. Habe ich letztes Jahr gesuchtet und jetzt können wir hier einen neuen Charakter stellen hier unten. Wir nennen sie wie bei Regnum Sami und weiblich Veteran natürlich. So. Und jetzt machen wir kurz das Intro überspringen, weil das ist ein bisschen zu laut für mich eingestellt. Weil ja, das natürlich nur eine Lautstärke hat und die ist zu laut für normale Headsets und so. Das war mir gar nicht mal so laut. Okay, machen wir es. We paid a heavy price, but the trap worked. You seem surprised. It's been a while since we've had a win. How long will it hold? I've never entrapped a being like this, but the bonds hold. For now. How do we dispose of it? I'm just a witch. You're the soldier. If it bleeds, I can kill it. How do you kill a spirit, though? If you kill the mortal vessel while it's bound, the spirit may perish within. If it escapes... It's listening to us. What are you? Others of your kind name us. Ethereal. Why have you invaded our world? Your world. We existed first, but were managed by your corrupt gods. Your kind opened the way, and now we return to reclaim what by right should be ours. I've heard enough of this rubbish. Let's hang it. And I will find another. I have tasted its desires and emotions. Your kind is weak. You have already lost this war. Do it. Captain! Cut him down! What? Are you mad? Better safe than sorry. The spirit has fled! This is a human now. Treffniskunst. The captain is correct. When they awaken, they won't remember a thing. The ethereal was right. The war is lost. We're a resistance now, and we need every human survivor we can call to our cause. Maybe this one here can still die with some honor. If they ever wake up, send them to me. If they don't, bury him deep with the others. So, Spielstart. War jetzt recht, komisch für uns, oder? Aber hoffentlich haben wir den Geist sozusagen verloren. Also wir sind ein ätherischer und, das sind so irgendwie pure Energie aus... Das kann mir gerne mal jemand erklären, was das genau ist. Einfach ein Äther, also eine Macht, die uns so ein bisschen übernommen hat. Und jetzt sind wir vom Galgen gestürzt, sozusagen. Und jetzt sind wir Frau. Okay, ich finde das Spiel richtig toll, also... Eigentlich eines der besten Singleplayer- und Online-Games sozusagen. Also, ich bin ja eher einer, der lieber mit Singleplayer spielt und dafür Mods benutzt als Online und dafür keine Mods natürlich so benutzt. Aber ich schaue immer, dass ich fair spiele, auch im Singleplayer und so weiter. Und deshalb,
Ja, schauen wir. Ich habe nämlich Items in der Shardbox, also in der, im Lager für die anderen Charakter. Ich werde schauen, dass ich die nicht verwenden muss, wenn ich mal ja, euch gerne weiteren Content zeigen möchte und ich kann nicht, weil ich noch zu schwach bin oder so, dann werde ich einfach ein paar Items rausholen, aber nicht allzu viele. Wir haben zwar recht gute Items schon in der Kiste, aber still drawing breath, I see. Bastard, I'll give you that. Okay, die Stimme könnte ein bisschen lauter sein. Captain Bourbon right away. He seems to have a plan for you now that we've you were possessed. Ja, wenn ihr lesen wollt, einfach mal auf Stopp machen. Ich werde es ein bisschen schneller machen, damit wir ein bisschen vorwärts kommen im Spiel. He's, up the road, in the courtyard. Don't make me... Ja, der hört uns natürlich raus, dass wir diese Untoten besiegen und enttäuschen. Und ja, jetzt müssen wir uns vorbereiten sozusagen. Ja, es ist natürlich schon leicht am Anfang, wie ein jedes Action-Rollenspiel. Aber wir müssen natürlich auch Items haben. Normally I'd have burned you with the bodies of the dead. Ich werde jetzt mal die Stimme so lassen, wer gerne Englisch das hört, der kann gerne ein bisschen, ja. Die Stimme finde ich jetzt nicht so gut als Englischkenner. Okay, nicht ganz so ein Kenner natürlich. Aber, ja, manche Serien und so viel besser auf Englisch natürlich. Qualität ist jetzt nicht gerade so gut. Ja, werden wir gleich mal eine Musket in die Hand nehmen. Was mache ich für eine Charakterklasse? Ich habe gedacht an Necro, aber nicht mit Minions, sondern Nahkampf eventuell. Weil ich dachte so, ja, ich möchte ein Nahkampfbild machen, aber eventuell werden die Gegner viel zu viel reinhauen. Dann möchte ich doch lieber irgendwie einen Lebenskraft-Absaug-Charakter gleichzeitig machen. Und also machen wir wahrscheinlich Krieger. Oder, nein, Soldat, glaube ich, ja. Soldat und Necromancer. Einfach mal zum Ausprobieren. Also ich denke, es wird schon klappen. Aber ob es jetzt so gut geht, weiß ich nicht. Was neu im Maker-Patch ist, ist vor allem, dass wir ja ganze Items-Überarbeitung haben, von den Stats her und so weiter. Es war nicht gerade so balanciert, also viele Builds waren einfach viel zu stark und andere waren zu schwach. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, ob ich Schlagfrequenz nehmen soll, aber ich denke schon. Es hat einfach hier bei Kampfform maximal zwei Ziele. Es könnte ein bisschen höher sein, also es wird wahrscheinlich auch höher. Wie kann ich investieren? Als jetzt zum Beispiel hier Klingenbogen. Ich weiß nicht, ob ich Eidbewahr sonst nehmen soll, aber wir wagen jetzt mal Soldatin und einfach mal Schlagfrequenz am Anfang. Ja, wir haben eine Zweihand-Nahkampfwaffe, also Kraftwelle. Ja, Kraftwelle ist aber mit Abklingzeit, Aufladezeit von 2,8 Sekunden, okay. Und hier haben wir noch, ja. Machen noch ein bisschen Schaden rein. Und probieren das mal auf beiden Maustasten. Geht wahrscheinlich im Fernkampf. Sicher bin ich nicht, aber so wie ich das Spiel kenne, geht alles eigentlich mit jedem Waffenangriffen. Okay, gehen wir mal hier rechts durch. Ich finde es einfach, das Spiel so richtig toll, dass es eigentlich eine realistische Grafik hat, dass eigentlich immer viel Action ist und auch wirklich viele Geheimnisse. Also es gibt überall Schätze zu finden, Dungeons zu lösen und so weiter. So Roguelike Dungeons, wenn ihr einmal sterbt im Dungeon, habt ihr den Dungeon wieder resettet. Finde ich richtig toll, aber macht natürlich den Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen höher. Wir werden ja dann sehen, wie oft wir sterben, aber ich schaue, dass ich eigentlich nicht so oft sterbe. Aber Unerfahrenheit ist halt manchmal ein bisschen tückisch.
Das ist nun mal leider so. Es gibt ja wirklich verschiedene Wege. Man kann jetzt nicht immer einen Weg nehmen und der führt ans Ziel. Also manchmal ist der Weg blockiert, manchmal nicht. Je nachdem, welche Map man gerade, also welche Art von dieser Map man gerade getriggert hat. Und das finde ich eigentlich richtig toll. Da haben wir jetzt mal eine grüne Pistole. Die grünen sind eigentlich, ja, vor allem am Anfang noch fest an einem Ort. Jetzt muss ich schauen, wie man das gelockte Fenster öffnet. Das wäre ein Punkt. Hab ich da nicht? Ah, okay. Das ist die Taste über Tab. Verstehe. Ist die besser? Ist nicht besser, hä? Und Lebenskraftschaden schon drauf? Also, wieso nicht? Wenn wir doch schon so gute Maskete haben, ist es natürlich klar, dass wir da hier doch ein bisschen Muskete benutzen, hä? So, ich muss jetzt irgendwie rechts hoch. Ich will schon Nahkampf benutzen. Und da gibt es irgendwo eine Blitzaxt, eine zweihändige. Das ist hier. Keine Ahnung mehr. Also, ein Jahr nicht mehr gespielt. Aus dem Grund, weil ich es auch eben Let's Playen wollte, schon früher. Aber da noch Hardware-Probleme hatte im Sommer. Im Frühling. Und ja, es gibt immer etwas zum Lesen, aber ja. Ist jetzt auch nicht natürlich so interessant in einem Action-Rollenspiel. Es ist schon, also die Story hat schon irgendwas, aber jetzt da die Zeit zu verschwenden in einem Let's Play, ja, dann müssen wir das Game selber spielen und selber nachschauen. Würde ich gerne doch ein bisschen mehr zeigen, aber wie ihr wollt, also ich kann alles natürlich nachholen. Den zweiten Charakter zum Beispiel. In einem Livestream, wo ich euch alles zeige. So, wir benutzen jetzt lieber die Einhandwaffe und machen hier mal kurz auf Schaden. Okay, noch einen und dann keinen in den Baum. Sorry. Das ist meine Krankheit, also das allergische Asthma. Das hat jetzt gerade wieder ein bisschen Probleme, weil, ja, gar nicht das tollste Wetter ist. Oh. Macht viel dort Schaden, der Boden. Jo, und ich werde es natürlich auch durchziehen, dieses Let's Play. Ist dann ein bisschen blöde am Anfang und am Ende muss ich dann schneiden, aber gut. Wenn irgendwie Open Broadcaster wieder Probleme macht. Scheinbar liegt es an den Tasten, aber ich habe die Lauttasten umgeändert. Oh. Nein, okay. Ja gut. Hallo, geht's jetzt noch? Also, jetzt geht's wieder. Dankeschön. Was wir eigentlich machen, ist mal auf die einzelne Heiltrank. So, wir brauchen nicht allzu viele Tasten für ein Bild. Oh, das. Oh, die haben ein neues Symbol. Das war so ein gelber Stern oder ein goldener Stern und jetzt ist es ein, ja, ein Teufelsstern. Ja, die machen viel Schaden, ne? Sollte vielleicht wieder in den Fernkampf gehen. So viel mehr Schaden mache ich mit dem Ding auch nicht. Da ist ein Großschwert. Ja, nehmen wir alles mit. Und, ja. Okay. Also jetzt haben wir, glaube ich, alle Waffen, drei grüne Waffen am Anfang. Ob es jetzt noch einen mehr gibt, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Noch in die Bar hier. Aber ich mache noch ein bisschen lauter alles. So. Ja, es passt ein bisschen zu laut für mich. Okay, es wird ein bisschen zu laut. Man kann es auch nicht richtig einstellen, weil alles ganz sensibel ist. Sollte jetzt eigentlich klar sein. Ich hoffe, es ist richtig eingestellt. Also. Ja, noch ein bisschen leise.
Tut mir leid, aber bei mir ist es recht laut. Bei euch also eventuell nicht. Okay. Dankeschön, Spiel, dass du jetzt gerade ein bisschen Mist machst. Ja, diese Einstellungen sollten natürlich viel flexibler sein, also viel größer. Aber alles wurde ein bisschen verschönert. Und man levelt ja recht schnell, habe ich das Gefühl. Und ja, die Items, die jetzt wir gefunden haben schon, die sind eigentlich recht stark. Aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte hier weitermachen. Genau. Aber eventuell brauchen wir bald mehr Schaden, dann müssen wir auf den Skill gehen. So, hier drüben haben wir noch einen Verwundeten. Retten sollten. Das war im Spiel jetzt eigentlich keine größere Bedeutung hat, glaube ich. Außer dass er ins Lager kommt. Aber XP ist auch immer gut. Also man möchte natürlich ein bisschen low-leveliger sein fürs Farmen oder so. Ich finde die Grafik mega geil. Also 4K müsst ihr das Game mal spielen, wenn ihr könnt. Boah. Leider geht es für die Aufnahme nicht. Tut mir leid, also ich würde ja gerne bessere Hardware haben, aber ich habe noch nicht so viel Geld, um das kaufen. Mit der neuen Grafikkarte, die ich bald besorgen kann, kann ich es dann wahrscheinlich machen. Dann habe ich sowieso zwei Grafikkarten im PC. Dann kann eine für die Aufnahme zuständig sein, dann kann ich ja 4K und 60 FPS streamen und aufnehmen. Das ist richtig toll. Also einfach noch ein bisschen Geduld haben, dann kommt auch bessere Qualität. Aber ich denke, es ist schon für euch ausreichend, diese Qualität. Also für die meisten hoffentlich. Macht richtig Spaß eigentlich. Also es ist noch ein bisschen langsam, klar. Aber das Spiel überzeugt mich einfach ständig. Also immer wenn ein neuer Patch rauskommt, bin ich eigentlich ziemlich süchtig. So diese Erdekristalle und so sind eigentlich eine ziemlich gute, ja, Spielspaßerweiterung, weil man halt auch immer schauen muss, dass man die priorisiert und so. Gegner manchmal auch recht fest reinhauen können. Und deshalb manchmal auch echt Heiltränke schlucken muss. Und so weiter. Das Spiel macht vieles richtig. Und ich kann ja in den nächsten paar Minuten eigentlich ein bisschen erzählen, was man hier so speziell hat im Game. Also vor allem eben diesen Endzeit-Flair und ja, Gegner. Also die Gegner sind in Gruppierungen aufgeteilt. Und je nachdem, wie man die Gegner tötet, welche Gegner man oft tötet und so, bekommt man auch mehr oder stärkere Gegner. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Fraktionsfenster. Ihr seht, ich habe jetzt gerade nur eine positiv, also eine gute Fraktion sozusagen, und drei schlechte. Und die ätherischen sind natürlich am weitesten, das sind die Zombies, das sind einfach Untote, Geister und ja, also solche Sachen. Und Bestien sind natürlich eher Bestien und Säugetiere oder so, die einfach beeinflusst sind. Und was sind die anderen noch? Also hier sieht man Ätherkorruption. Das sagt das Ätherische. Was ist das andere noch gewesen? Ktonier. Ja, Schrecken der Leere. Das sind also die Satans. Also unten Teufels. Bestien. Ja, nicht Bestien. Dämonen, genau. Dank Diablo. Viele sind ja ein bisschen skeptisch auf Diablo 4 eingestellt, ich bin das nicht. Also ich finde es schon ein bisschen low, was sie jetzt da eigentlich vorgestellt haben. Ich werde es auf jeden Fall let's playen und auch livestreamen. Aber ob ich jetzt ganz viel Spaß habe immer, ist wahrscheinlich wie bei Diablo 3 eher nicht gerade so. Also nach einiger Zeit bin ich dann immer so ein bisschen gelangweilt bei Diablo 3 und deshalb
Ja, schau ich. Hoffentlich kommt Grim Dawn 2 oder ein anderes Game von den gleichen Entwicklern. Great Entertainment. Oh ja. Die sind einfach super, die Entwickler. Also auf jeden Fall unterstützen. Ich kaufe jedes Add-on, was sie rausbringen, aber eventuell werden sie keins mehr rausbringen für Grim Dawn. Finde ich ein bisschen schade, weil sie machen immer noch guten Patch-Support. Also so leben und so machen wir noch nicht. Ah ja, ich habe ja die Attribute gar noch nicht genommen. Ich werde wahrscheinlich alles in Konstitution oder wie das heißt reinhauen. Ja, so kurz vor dem Tod machen wir noch nicht. Kampfgeist. Das ist ein bisschen mehr Schaden. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal kurz auf Körperform pushen. Attribute sind sowieso am Anfang ein bisschen besser. Ja, Konstitution. Raffinesse, ich weiß gar nicht, ob die Waffen Raffinesse brauchen. Wir machen jetzt zuerst einmal alles Konstitution, dass sie man auch Punkte vergeben, dass sie das ein bisschen einplanen könnt. Ja. Gut, da haben wir noch ein paar andere Sachen, die wir gerne aufheben könnten. So. Und jetzt gehen wir in die Höhle rein. Frisch gestärkt. Wir haben leider keine Uhr, oder? Ja. Ich brauche unbedingt einen Bildschirm. Ich würde gerne empfehlen, welchen Bildschirm super ist für einfach zum Anschauen, nicht zum Spielen, sondern einfach, ja, er muss nicht mal 4K können, er muss eigentlich nur Full HD können. Aber einfach, ja, schnell sein natürlich. Und schön sein. Und darf man einfach auch gute Qualität haben auf Full HD. Da ist er, der Boss, den wir töten müssen. Der Hauptanführer der Ätherischen auf diesem Gebiet hat natürlich noch nicht so viel Macht. Also so Steine werfen. Aber ich finde das richtig schön. Also der Patch hat richtig viele Neuerungen gebracht. Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier ja, wieder einsteigen kann ins Grim Dawn Geschäft. Weil Level 100 war schon echt schwer. Ob wir das jetzt wirklich besser können? Ja. Ich glaube, das Spiel ist eher ein bisschen schwieriger geworden. Also, die Items wurden besser, wahrscheinlich wurden die Gegner auch besser. Ich habe da jetzt gar noch nicht so viel geschaut, weil ich mich ja nicht spöhnen lassen möchte und so. Die Items kenne ich überhaupt noch nicht, die Builds kenne ich momentan natürlich auch nicht. Also wahrscheinlich ist immer noch der Warden der Beste, weil der so mega tanky ist. Viele Spieler sind halt lieber tanky als stark, damit sie durchrushen können und so weiter. Aber das machen wir nicht. Also wir machen schon ein bisschen vorwärts, das ist klar. Aber nicht gerade so mega speedrun-mäßig. Und ja, es ist, der Gegner hat sich irgendwie verstärkt, oder es ist einfach gerade wegen der Waffe so. Das ist so zäh, ist einfach zäh. Abhauen können wir eigentlich immer. Außer man wird blockiert. Mal schauen, wie sie aussieht mit Sensen. Also ich kann es mir schon natürlich ein bisschen ja, denken, wie sie aussieht, aber das wäre cool. Eine Soldatin-Necromancer, was ist das eigentlich? Wie heißt sie dann als Beruf? Weil zwei Berufe machen immer den Namen, oder? Je nachdem, mit welchen zwei man es verknüpft hat, den Charakter. So, endlich. Prima, aber das ist schön. Das ist sehr schön. Wir stärken natürlich zuerst Faurus hier. Ich denke, ja, der Soldat hat am Anfang natürlich schon ein bisschen weniger Schaden als andere Charakter gelassen. So, aber ich denke, der Soldat wird dann später auch wirklich gute Vorteile haben mit der Defensive und der Schnelligkeit zum Beispiel.
Habe ich immer am liebsten. Ist ein Einhandschwert. Ja, eine Geisthose. Nicht so für uns. Da die Waffe, also die gelben Items eigentlich kaum Wert haben, lassen wir die mal nicht. Ah ja, jetzt kommt der Duration-Schein. Genau, das machen wir nochmal. Noch kurz. Wenn wir auf die Kristalle gehen, dann sterben die Gegner natürlich auch mit, die heraufbeschworen wurden. Also freut mich natürlich riesig, dass wir hier ein tolles Spiel, das noch toller geworden ist und alles haben. Also ich bin sehr motiviert, natürlich echt viele Parts rauszuhauen. Dürft mich gerne unterstützen. Und ja, zum Beispiel sagen, wenn ihr eher schnell Gameplay sehen wollt mit den Items, die ich schon habe im Lager, oder ob ich lieber ja, alles neu finden soll. Ich denke, ja, die Items haben sich sowieso geändert, deshalb eher neu finden. Ja, solche Benutzerwahrscheinlichkeit mache ich am Anfang noch nicht so gerne. Machen wir einen auf Blitz. So, jetzt haben wir den Devotion Screen. Wenn wir hier eingeben, Lebenskraft, dann sehen wir, wir haben hier die Fledermaus, die Lebenskraft hat. Die anderen haben eigentlich immer nur Widerstand. Ja, hier haben wir den Leiden. Hier haben wir Ratoshs Wille. Und die Kröte hat auch Widerstand, aber auch Schaden. Die Kröte können wir noch nehmen. Ja, der Galgen hat Schaden. Blau. Haben wir hier Blau? Hier haben wir ja, Violett und Grün. Hier haben wir kein Blau. Hier haben wir kein Blau. Eventuell müssen wir noch ein bisschen hier hochgehen in den Galgen. Aber Widerstand oder so könnten wir auch nehmen. Energieabzug und so haben wir eigentlich genug. Ja, ich denke, wir gehen hier zuerst einmal zu den Zwillingsfangzellen. Die sind eigentlich ja schon sehr gut. Dafür brauchen wir einen grünen. Das ist die Kreuzung. Hier können wir die ersten farbigen Bewohnis bekommen. Und jetzt haben wir eigentlich hier das freigespielt, das ein bisschen heller ist als die dunklen hier. Die haben wir freigespielt. Nehmen wir eventuell noch den Habicht. Ja, das ist eher Fernkampf. Als nächstes nehmen wir wahrscheinlich den Fuchs. Blutungsschaden ist jetzt... Ja, okay, angeschaden, Leben umgewandelt. Ja, werden wir dann sehen. Genau. Angriffsqualität ist auch nicht schlecht. Aber wir werden ja dann sehen, was eigentlich gut ist. So, jetzt gehen wir noch kurz zurück und schauen noch kurz ins Lager. Was ich denn so für Items habe. Der erste Paar können wir sowieso ein bisschen länger machen. Das muss natürlich auch geguckt werden. Dürft gerne natürlich gucken. Dürft auch Kommentare schreiben. Und auch andere Dinge machen, die man halt so in den Videos machen kann. Some time to plan our strategy. In the meantime, there are others around Devil's Crossing. Gut, also, jetzt haben wir ein Vertrauen bekommen. Ja, ist noch toleriert, geht noch ein bisschen bis freundlich, das ist klar. Und der hier, der Harmond, gibt uns Quests, wo wir eigentlich ein paar Unique-Gegner besiegen müssen. Also ein paar Quests nacheinander. So. Prima. Die reden wir dann später im zweiten Part. Und noch kurz das Buch hier. So. Oh. Ich wollte nicht umrüsten. Ich habe falsch geklickt. Hier können wir noch kurz das Beispiel mit dem Zurücksetzen der Skillpunkte. Und ja, hier haben wir den Shared Stash, also Übergabebereich.
Und hier habe ich ein paar Items, die für die Charakterklassen Paste eigentlich schon mal reingenommen. Wir können es ja dann vergleichen, müssen es natürlich nicht nehmen. Die Sachen hier müssen wir eigentlich auch nicht nehmen. Safe with me, I promise.